So, schön, dass wir da waren. Und jetzt zum Outlaw Canyon. Konnten wir wenigstens noch schlafen, vor allem. Ich meine, den Kampf in der Bar konnte ich ja nicht erwarten. Schau mal einer an. Eine kleine Spende für die Durchreise, Schatz. Und wenn ich mich weigere? Dann nehmen wir sie uns von deinem toten Körper. Versuch's doch. Ach, ich mag Maya. Gibt's gar nicht erst die Wahl, ob wir vielleicht doch bezahlen wollen. Da gibt's einfach nur auf die Fresse. Ich wollte gerade fragen, ob es Gift gibt. Wahrscheinlich nur von dem hier. Ja, ja, ja. Ich hau trotzdem mal den hier kaputt. Reicht sogar schon ein oder zwei kleine Angriffe, wenn ich das richtig weiß. 9 und vergiftet. Reicht das schon? Nee, aber vielleicht so ein Gewehrschuss noch hinterher. Kann ich auch von dir klauen? Ich weiß nicht. Na komm, du bist doch gleich hinüber, ich weiß es doch. Ich weiß es doch. Nice. Und du, mein Freund? Du kriegst auch gleich einen ab. Und zwar einmal mit dem Stab. Ach ja, Granatwerfer muss ich noch ausprobieren. Wie groß ist denn der Angriff? Wie stark? Nice, cool. Macht jetzt nicht mega viel Schaden, aber wenn wir natürlich drei Gegner haben, die irgendwie dicht zusammenstehen, dann macht das natürlich Sinn. Auf jeden Fall schön, dass wir die Auswahl haben. Reicht das? Yeah, ich bin ja nur der beste Gamer aller Zeiten. Schön. Ja, jetzt gehen wir wieder. Nein, wo ist Tori? Ey, bist du eigentlich immer noch vergiftet? Nee. Nur bis Ende des Kampfes. Ey, ich kann mal auf die Karte gucken. Okay, wir müssen wahrscheinlich nach oben rechts, aber links ist eine Sackgasse, also. Hallo, Freunde. Ich wollte gerade sagen, wenn es natürlich hier quappt. Oh, cooler Angriff. Macht bestimmt auch irgendwelchen Flächenschaden. Wenn sie jetzt natürlich quappt fokussieren. Nee, nicht nett. Defensiver Zirkel war vielleicht noch 50% Schaden unser Zeug. Das ist echt ein ganz schöner Unterschied. Ich habe schon ein paar Mal erzählt gehabt, dass ich das Spiel zwar gespielt hatte vor langer, langer Zeit. Und auch durchgespielt hatte. Aber dass ich echt nicht mehr viel davon weiß. Deswegen weiß ich auch nicht mehr, ob wir noch defensive Möglichkeiten dazu bekommen. Also Defensivfertigkeiten oder irgendwas. Oder Fähigkeiten. Na klar, danke schön, mein Freund. Dich mag ich. Auf den muss ich mich das nächste Mal konzentrieren. Ich schau erstmal den hier um. Boom. Alter. Das ist ganz schön stark auf einmal. Oder ganz schön tanky. Nein, nicht Guap. Wenn auch immer noch am wenigsten Schaden, uns lieber Guap. Da ist nicht ganz so wild. Wo ist deine Reparaturfähigkeit? Ist natürlich cool. Zusammen mit Warner, ne? Schön. Jetzt ein wenig abwarten und Tee trinken. Ich weiß gar nicht, wie viele Runden der Zirkel hält. Er ist jedenfalls sehr hübsch. Mit einem Sternchen. Soll bestimmt ein Pentagramm sein. Sieht man so ganz bisschen angedeutet. Doch, ich habe geklickt. Gut. Einmal Gatling Rifle. Und einmal Strahllanze. Reicht natürlich nicht. Brauchen wir bestimmt hier nochmal eine Stufe 3 Angriff und hier nochmal was Kleines dazu. Damit es reicht. Oder?
mit reingriff und was Kleines dazu kommt schon, wenn ich es recht hätte. Das wäre schön. Ja, das gefällt mir. Ich habe gerne recht. Zweimal Brot. Nice. Hier, friss mal, Junge. Groß und stark werden. Hier ist ein Sackgasse, das weiß ich ja. Ah, hier können wir unsere Granate ausprobieren. Ach ja, defensive Zirkel. Aua. Und wie groß ist der Radius? Schade, dass man es nicht sieht. Ah, es verbraucht doch Chor. Wie viel denn? 5. Ich probier's mal aus. Guter Radius. Also, größer als gedacht. Nur schade, dass es Chorenergie verbraucht. Aber wenn wir vielleicht später mehr haben, ist das bestimmt okay. Auch interessant, dass wir uns die Chorenergie scheinbar teilen. Oder? Ich kann gerade nicht auf das Character Sheet zugreifen, aber ja. Ich muss eigentlich mal gucken, ob das mit dem Chor auch stimmt. Haben wir? Wir haben nicht genug Chorenergie. Na, mach ich später mal. Damit ich weiß, ob Runner zum Beispiel wirklich weniger Schaden macht mit Schicksalskarten als Maya. Oder Guap. Das war so klar. Na? Hey! Wahrscheinlich kann er von ihm nicht sehr gut klauen, weil Warner selbst gut klauen kann. Super gemacht, dankeschön. Von einem Dieb stehlen ist wahrscheinlich schwieriger. Na, super. Der Zirkel, ich hasse sie. Ich wünschte, ich könnte da, ne, so und so Zauber neutralisieren. Das irgendwie aufheben hier. Aber was das? Ja, komisch, dass sie den vergiften können. Ja, vielleicht hat er irgendwelche biologischen Anteile. Komm schon! Genau! Lass ich aufladen hier. Für den fetten Angriff. Ah ja, wir haben ja auch nicht mehr viel Gold, ne? Aber ich probiere nochmal die zu beklauen. Ich will wissen, was ich damit machen kann. Ob ich damit überhaupt was machen kann oder ob das nur für außerhalb des Kampfes ist. Oben. Schön, wie es leuchtet. Ah, die Typen sind einfach nur so tanky. Mit ihrem Scheiß hier. Mit ihrem lustigen Leuchtezirkel. Aber ich werde auf jeden Fall bei Wanna das nächste Mal irgendwas für Geschwindigkeit kaufen. Da haben wir auf jeden Fall das meiste davon. Weil nämlich Effekt Damage. So, einer noch. Na also, komm schon. Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte den hier. Fire in my Laser. Ja, die scheinbar sind die Zirkel unendlich lang. Oder so viele Runden, dass es fast unendlich ist. Das ist echt nicht schön. Wow. Zwei. Ja, hier noch Stufe 2 Angriff, noch ein bisschen Kleinzeug. Oh, ich meine, hey, wusste ich. War geplant. Naja, Warner reicht Level 4. Und ein Trank. Ist Trank nicht das Fette? Genau, das ist doch ein Trank. Alter. Nice. Scheinbar lohnt sich die Gegner doch, wenn sie hier irgendwie in der Ecke rumhängen. Alter, hier. Aber hier 200 bei allen. Das kannst du immer benutzen. Für die nächsten, weiß ich nicht. 20 Folgen oder so. Ich guck mal auf die Mappe. Okay. Oh, kann ich hier lang? Nee. Oh.
Nee, nein, geh weg. Oh, schade, ich habe gar nicht gehofft. Ah, weil da noch einer rechts war. Okay. Ich muss zuerst ihn killen, aber der macht bestimmt gleich seinen Scheiß. Na sicher, du Arschgeige. Da kann ich nichts dagegen machen. Weil so schnell kriege ich ja nicht klein. Draufhauen. Schön. Läuft. Nein, ich wollte gerade. Ich habe hier ist schon angewählt. Ach Mann. Oh, ich hasse das. Boah, ich hoffe, die Gegner kommen nie wieder. Gibt nichts Schlimmeres. Also eine Kacke. Ich würde ja gerne reparieren. Oh, ich muss niesen. Entschuldigung. Ich wollte gerade angreifen. Ich warte mal noch. Läuft. Perfekt. Alles super. Ich hätte mir jetzt natürlich ein Brot geben können, aber das will ich nicht. Ein gutes Brot. Das ist ein Kühlschrank. Ah ja. Oh, wird er automatisch angewählt, wenn hier der Stufe 3 Angriff fertig ist, oder was? Guck ich mal. Nee. Wow. Zufall, oder ich habe einen nervösen Zeigefinger, ich weiß es nicht. So, das reicht, oder? Schön. Ich glaube, der hält ein bisschen mehr aus hier. Autsch. Langsam wird es wirklich ein bisschen knapp, ne? Sehr gut. Wird sich mal schnell, bevor er hinüber ist. Ah, sehr gut. Ich habe schon gedacht, er macht hier die Kreisattacke. Oh, aber wenn er die Kreisattacke jetzt macht, dann sind wir am Arsch, ne? Scheiße. Schnell! Nein, 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 nein! Ich glaube, das ist auch eine Stufe 2 Attacke, also. Aber ne, wenn er die jetzt gemacht hätte, wäre man hinüber gewesen. Das ist nicht so schön. Ich fresse mal Brot. Brot! Mann. Das war strategisch nicht so sehr klug. Du? Ja. Ich wollte ihn eigentlich anklicken, aber da war es schon zu spät. Den Rest muss Maya alleine machen. Au. Komm schon, Maya. Ich könnte eigentlich mal hier, oder? Bei der Macht des Wassers. Ultimativer Angriff. Oh, 5. Die Wasserkarte ist einfach nur so scheiß. Mann. So, aber jetzt. Stopp! Zehn Schaden macht deine Kreiselattacke. Bisschen halten wir noch durch. Also wenn ihr jetzt nicht stirbt, ne, dann muss ich was essen. Danke, danke, danke. Du? Reparatur? Oh, verbraucht gar nicht mal so viel, oder? Geht das? Ja, geht. Hey, guck mal. Nice. Ja, hat gut HP zurückgegeben. Gibt's jetzt nochmal einen Gegner? Na, 100 Pro, ne? Ich esse mal was. Da. Da. Hier sind noch 100 Pro noch Gegner. Kann nicht sein, dass der Rest des Levels leer ist. Muss ich da hin? Ich muss nicht unbedingt, ne? Nee, ich gehe einfach oben lang. Ich kann hier lang, ne? Genau. Und hier? Was geht hier? Ja, ich muss vor allem einmal rundherum. Na gut. Ah, okay. Cool. Wäre mir zwar lieber, wenn sie hier in einer Reihe stehen würden, aber... Fick dich, Junge. Du gehst mir auf den Sack. Ich will ihm mal schnell Attacken rein. Bevor er auch noch geschützt wird. Wie sie ja durchs Bild fliegen. Ja, so schnell kann es gehen, wenn er nicht geschützt ist. Und wenn wir ja drei Leute haben. So.
und Maya. Und Warner. Da bist du schon fast hin, ne? Fein. Das ging doch mal ein bisschen schneller. Ist immer nur doof, wenn der Typ hier nochmal Schutz bekommt. Der scheint eh mehr auszuhalten. Das ist echt mega nervig. Wo muss ich lang? Ich gehe erstmal nach rechts. Und schau mal, ob da unten noch irgendwo eine Kiste ist. Ist da eine Kiste? Da scheint ein Fass zu sein. Da ist ein Fass, das will ich haben. Ich gehe nochmal zurück. Du. Oder? Sehe ich das? Ich könnte jetzt cheaten. Ich könnte hier im Entwicklermodus, kann ich hier auf der Map rumfliegen. Könnte es mir angucken. Verzeihung. Ist dieses Fass hier schon vergeben? Falls nicht, dann möchte ich eine Beziehung damit eingehen. So. Ah, den Typen kriegen wir nicht schnell genug klein, bevor wieder hier alles heilt. Ich hau trotzdem mal drauf. In der Hoffnung, dass er einfach mal was anderes macht. Außer immer nur Schutz. Ja. Aber offensichtlich macht er das nicht. Und so kriege ich dich nicht schnell genug klein, ne? Probier's trotzdem mal. Ah ja, ist die Ultra-Attacke, die allen Schaden macht. Ja doch, er greift sich doch mal an. Das ist ja nicht immer nur heile, heile. Macht gar nicht so viel Schaden, ne? Stopp. Ja, hätte ich mir auch sparen können. Das ist schon ein bisschen mehr Aua. Aber auch nicht mehr so viel wie früher. Sind ja Level aufgestiegen. Ein oder zwei. Kannst du vielleicht nur zwei Zirkel machen? Na, jetzt jedenfalls keine weiteren mehr. Hau ich mal den um. Der ist nicht geschützt. Macht auch nicht so viel Schaden, aber... dafür ist der ein bisschen langsamer, so wie es aussieht. Eine ganze Ecke sogar. Naja, Grub. Entschuldigung, Grub, aber... Ne. Grub in seiner Siegespose. So, mein Freund da unten. Hier. Und jetzt... Oh yeah, Strahllanze! Bäm, 42 Schaden. Oh oh. Das ist nicht so viel Schaden, aber wie gesagt, wenn man es auf drei Gegner macht, ne? Merkt man es dann schon irgendwie. So im HP-Pool. Schöne Sache. Ja, das kannst du ruhig machen. Das ist doch okay. Das macht nicht so viel Schaden. Dauert nicht so lange. Ich habe immer noch nicht die Tastenbelegung umgestellt. Alles immer noch eine Aufnahme mehr oder weniger. Ach komm, ein Ultra-Angriff voll daneben. Bitteschön. Dieses Danebenschießen ist einfach nur schlimm. Sehr, sehr schlimm. Und überhaupt nicht nervig vor allem. Ich überlege gerade, es könnte fast reichen, oder? Nein, lass das bitte. Stirb! Schön. Schön, schön. Bisschen Gold und Zeug. Hier, Junge, ist. So. Wow, und dieses Fass, das ist wirklich von. Oh. Oh. Abgeschlossen. Aha.
Hinter dieser Tür befindet sich ein Mechanismus, aber ich weiß nicht, wie man ihn aktiviert. Ich frage mich, was er wohl wittert. Ja, back die Animation ein kleines bisschen rum, oder? Okay, hier müssen wir sowieso hin. Da ist wahrscheinlich irgendwo da, hier nach dem Kreis, der Schalter, der dieses Tor aktiviert. Na gut.